Auf mein Schnell! Zeichen. Mir nach. Und los. Also ja, mal gucken, wie gut wir gegen das kleine Körbchen hier anstinken können. Und los. Ein bisschen stärker als die Eiselfen sind Und sie los. Hier. Mir nach. Vorwärts. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Das ist ein Hinterhalt! Ach, Feinde! Verstärkt die Deckung! Tat nicht doch! Wir werden angegriffen! Geht so in Gefahr! Runenkrieger zu mir! Tat nicht doch! Wir müssen halten! Drohnenkrieger zu mir! Okay, ich laufe mal ein bisschen weg. Kommt her! Nochmal Heilung. Kommt her! Imperialer Schattenlegionär. Ja, der sieht ein bisschen gefährlicher aus. Doch! Auf meinen Befehl. Na los! Zu Befehl. Auf meinen Befehl. Und los. Ja, wenn ihr abhauen wollt, dann solltet ihr es jetzt tun. Sofort. Folgt mir. Gut, das, was wir gerade getötet haben, ist da oben respawned am Tor. Sofort. Nur, dass es wohl jetzt, dass sie wohl jetzt nirgendwo hinlatschen wollen mehr. Zu Befehl. Was wünscht die Rune? Ja gut, mein Monument ist wenigstens wieder heil. Die Orks werden auch nicht allzu glücklich drüber sein, dass da jetzt rote Dunkelelfen, ja, wie soll man es auch anders beschreiben? Also das sind ja Dunkelelfen-Units vom Skin her. Nur dass sie halt aus dem roten Imperium kommen, deswegen sind sie ein bisschen rot. Gott, Gott, Gizmo geht ab, ey. Ja. Die roten Dunkelelfen scheinen auch nicht gut auf Orks zu sprechen zu sein. Na, die hier werden sicherlich auch dann flüchten, wenn sie die Gelegenheit dazu kriegen. Wie gesagt, hier kann ich nicht großartig viel machen gerade. Weil diese... Das sind erstens zu viele und sie sind zu stark. Also jedenfalls das, was hier oben steht. Der Legionär ist auch ein bisschen zu stark eigentlich. Auf mein Kommando. Mir nach. Vorwärts. Folgt mir. Vorwärts. Folgt mir.
Auf mein Schnell. Zeichen. Hier steht sogar eine kleine Sofort. Elfenstadt. Eine neutrale. Und los. Ja. Bindet euch am Seenfels im Nordosten und geht dann durch das Portal nach Frostfall. Der Weg nach Frostfall wird gefährlich. Ihr solltet euch binden, bevor ihr nach Frostfall weiterreist. Das Frostfallgebirge ist der einzige Fluchtweg aus Mirator. Dahinter wartet die Sicherheit der Elfenstadt Tirgar nach. Ja, weil Zuflucht im Norden haben wir schon abgeschlossen. Auf mein Kommando. Jetzt werden es auf einmal wieder etwas kürzere Quests. Ja, vorwärts. Auf mein Schnell. Mir nach. Und los. Das heißt, wir schnappen unsere Freiheitskämpfer auch. Die ich ja vorsorglich zurückgehalten habe, dass sie nicht im Kampf gegen die Elfen fallen. Wir haben es ja auch ohne die geschafft. Und ja, Lena ist schon durch das Portal durch. Auf mein Zeichen. Das heißt, wir sollten das jetzt auch mal tun. Ja. Damit haben wir so gesehen den ersten Akt von Breath of Winter abgeschlossen. Nämlich die Befreiung von Mirator. Frostfall, wir sind da. Dort müssen wir hinauf. Doch zuerst müssen wir die Winterwehr erreichen, die Grenzfeste von Tirgarnach. Aber davor liegt der Blutsumpf mit seinen Torgtrollen und Waldschraden. Noch sind wir Urgard nicht los. Die Flüchtlinge werden bald ankommen. Wir müssen ihnen den Weg bis zur Grenzfeste sichern. Der Sumpf hier ist tödlich. Unweit im Norden liegt das Dorf der Gulltag-Orks. Dort befindet sich auch ein Runenmonument. Seit dem Durchmarsch der Winterwacht sind die Gulltags geschwächt. Wenn wir ihr Lager in Besitz nehmen können, verliert der Sumpf für uns seinen Schrecken. Mhm. Praktisch, dass hier gleich noch ein Monument ist. Und zwei neue Runensteine für uns. So. In die Frostfallberge haben wir auch schon gelöst. Auch gut. Wir können uns ja mal hier ein bisschen umschauen. Soldaten der Faust. Ach je. Lang, lang ist's her. Also ja, erstmal ein bisschen umsehen, bevor wir mit Lena reden. So ein paar Fäustler werden wir ja auch alleine los. Dann halten Männer! Oder nicht? Vorsicht, Gegner! Runenkrieger zu mir! Hallo, lass dich töten. Linien müssen halten. Linien müssen halten. Ja, Waldling und Waldschrate. Da oben sind auch noch ein paar Fäustler und das Portal nach Schaldun ist hier auch. Wir werden angegriffen.
Das ist ein Hinterhalt. Okay, das sind mir ein paar viel zu viele dann. Okay. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. So. Holzfällerlager, Jagdhaus, Schmiede. Da ist eine Mine. Halten, Männer! Drohnenkrieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! So, noch einmal draufhauen. Ah ja, ich sollte mal sicherheitshalber, da ich solche Sachen mache, speichern. Interessante Ecke. Zumal hier nichts ist. Außer halt die Truhe da. Okay, gehen wir jetzt mal zurück zu Lena. Wir haben ja nämlich immer noch keine Hauptquest gerade. Ach. Tach. Direkt nebenan ist ein Trollverschlag. Supi. Also ja, diese Map hier ist eine gewischte Map, könnte man sagen. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hinter dem Tor schon zu Fiara zählt, aber Tirganach zählt auf jeden Fall zu Fiara dann wieder. Also wir kehren nach Fiara zurück. Jetzt im Augenblick in dem Sumpfgebiet hier sind wir noch in Urgaf. Ich habe halt keine Ahnung, ob das jetzt hier ein geteiltes Gebiet ist, aber ich glaube eher nicht, weil es sind ja zwei verschiedene Kontinente. Nee, da müsste das Ganze hier noch Urgaf sein. Freund? Holen wir uns diese Ork-Siedlung. Das sollten wir. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Hoffen wir, dass die Torks nicht schon alles geplündert haben. Sobald wir einen Stützpunkt haben, können wir den Flüchtlingen Schutz gewähren. Nehmt das Monument und die Ork-Siedlung in Besitz. Die halbverlassene Siedlung der Kultag-Orks ist nicht weit. Dort steht auch ein Monument. Nehmt die Siedlung und das... Nehmt Siedlung und meint in Besitz. Sie sollten euch ein guter Stützpunkt sein. Ja. Gut.
Lena folgt uns jetzt wieder. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Schlag. Also Kampfkraft. Damit wir uns erstmal hier im Sumpf weiter umgucken können. Weil jeder platt machen ohne ein paar Truppen, das können wir vergessen. Die da oben noch weniger, Hilfe.